Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Police Simulator. Und wir haben hier einen richtigen Stau verursacht, weil hier in der letzten Folge ja der schwere Unfall war, der sich jetzt in Luft aufgelöst hat. Irgendwie ist das blöd mit der Maus, weil ich verlasse immer das Spiel, ist voll doof. Na gut, wir können jetzt theoretisch zur Wache zurück, um. Jetzt ist da der nächste Unfall. Wie sind die gefahren, bitte? Was habt ihr denn hier gemacht? Ist doch keine dreispurige Autobahn hier. Können wir hier gleich Beweise nehmen oder so? Warum lenkt der noch rüber und der lenkt darüber? Junge, Junge, so werdet ihr niemals vorankommen. Gut, wir gehen zur Wache. Ich muss ja wieder ins Auto, wa? Schnellreise geht ja nur im Auto. Na toll. So, Kofferraum lassen wir offen. Das macht Hans immer zu schön. Das kann er. Und ab zur Wache diesen komischen Raum da kaufen, dass wir in der Mission weiterkommen. So, Schnellreise. Zack. Und weiter geht's. Da sind wir auch schon wieder zu Hause. Ich kann so nicht fahren. Ich kann so echt nicht fahren. Wer fährt so? Spielt jemand von euch das Spiel und spielt das hier in der Ego-Perspektive? War so eine Frage nebenbei. Also ihr könnt so ja nicht fahren. Boah, alter Kamera. So, ich mache das jetzt mal ganz geschickt. So, ich stelle mal nicht vor die Tür. Zack und auf geht's. Ich lerne ja auch dazu. Wahrscheinlich das einzige Mal, wo ich das richtig gemacht habe. Ohne dass ich die Tür direkt in den Kopf kriege. Aber wer hat die Tür wieder zugemacht? Ich lasse die doch immer offen. Okay. Jetzt können wir den Besprechungsraum kaufen, ne? Ja. Bestätigen. So. Erwerben habe ich, ne? Beenden. So, jetzt ist der Raum da fertig. Und nun können wir bestimmt hier unsere Mission abholen. Ja, können wir. Na, Chefchen, was gibt es? Ich nenne ihn jetzt nur Schulz. Der sieht aus wie Schulz. Gut, dass Sie kommen. Bleiben Sie gleich hier. Der Zoll bittet um unsere Hilfe und wir haben gleich ein Meeting. Es geht um Waffenschmuggel. Nö, ablehnen. Gut, dass ich den Raum gerade gekauft habe. Kam jetzt gerade rein der Auftrag. Klar Ding. Ich möchte Ihnen Petra Schäfer vorstellen. Sie ist eine Kollegin vom Zoll und bittet um unsere Mithilfe. Vielen Dank, Herr Becker. Der Zoll hat Informationen, dass illegale Waffentransporte im Einsatzbereich Ihrer Autobahn durchgeführt werden. Aus diesem Grund wollen wir in einer gemeinsamen Aktion eine große Anzahl von LKW untersuchen und hoffen, dass wir einen dieser Waffentransporte finden. Im Grunde genommen bedeutet das, dass wir LKW-Kontrollen durchführen, uns dabei aber ausnahmsweise nur auf die Ladung konzentrieren. Verschwenden Sie dabei also keine unnötige Zeit mit der üblichen Kontrollroutine. Nun machen Sie sich auf den Weg. Ich konnte ja keine LKWs anhalten. Und warum musste das hier bei Nacht und Nebel passieren? Kann man den Raum nicht richtig ausleuchten? Wozu habe ich hier eine Tafel gekauft? Und da wurde nichts dran geschrieben. Boah. Nee, super mit den Türen. Habe ich gelernt. So, wir machen mal Tagschicht jetzt, ja? Also, ich will ja nicht hier alles im Dunkeln machen. Machen wir die Frühschicht. Oh. Frühschicht? Es wird nicht heller draußen, oder? Tagschicht? Ah ja, gut, Tagschicht. Den Meter, wo soll ich denn hin? Hä? Amtshilfe Zoll, zieh Uniform an. Also da unten dieser Punkt, der ist ja grauenvoll, ja. Man sieht überhaupt nichts, was man machen muss. Uniform, Hans. Ja, Hans zieht sich wieder draußen um. Der zieht sich nicht hier gerne mit mir um. So, Uniform an. Jetzt fühle ich mich wieder als Polizist. Erreiche Zielort. Dim, 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 dim.
Kann ich auch erstmal ein Auto nehmen? Können wir trotzdem Zivilfahrzeug nehmen oder? Nee. Okay. Hans, kommst du rüber hier? Hans? Ja, kommt. Alle Dude. Kilometer, da werden wir bestimmt keine Schnellreise hin haben, oder? Das ist ziemlich dicht bei uns. Nee, haben wir nicht. Die Schnellreisen sind aus. Danke, Spiel. Gut. Ich könnte so nicht fahren, echt nicht. Ich probiere das mal, aber das klappt überhaupt nicht. Ist mir so lieber. Entschuldigung. Ah, Frosch im Hals. Wagen 2, bitte kommen. Ja, wir sind Wagen 1. Wagen 2, hier, was liegt an? Unfall bei euch in der Nähe. Ein Tanklastzug ist mit 2 LKW kollidiert. Der Tanklastzug soll auf der Seite liegen und seine flüssige Ladung verlieren. Ist bestimmt Müll, ja, oder? Toll. Das heißt wohl, dass wir uns nach dem Einsatz umziehen müssen. Das ist gut möglich. Hast du Kekse mitnehmen können? Dann ist heute unser Glückstag. Was für eine flüssige Ladung ist das denn eigentlich? Vollmilch. Haben wir noch Zeit, uns Kekse zu besorgen? Negativ, Wagen 2. Du willst uns auch nicht. Gerade. Boah. Ja, endlich mal wieder bei Tag fahren und nicht hier bei komplett Dunkelheit. So macht es doch Spaß, als Polizei durch die Gegend zu fahren. Soll ich Sirene anmachen? Nee, ne? Ja, da hat er sich erschrocken. Oh, Blaulicht wenigstens, wa? An alle Einsatzfahrzeuge. Da das Team krank geworden ist, das eigentlich auf Zivilstreife gehen sollte, brauchen wir einen Ersatz. Wer kann das übernehmen? Ja, ich würde gerne, aber wir haben jetzt einen wichtigen Auftrag. Wir müssen den Zoll helfen. Wir machen das. Raser jagen in bequemen Klamotten. Wer kann dazu schon Nein sagen? Dann kommt mal zurück in die Wache für einen Klamotten- und Autowechsel. Das lassen wir uns nicht zweimal. Das ist mein Auto. Wir sind schon unterwegs. Was soll ich jetzt machen? Stoppe das Fahrzeug. Dafür müssen wir wieder in die Matrix, ne? So. Signale. Matrix und bitte anhalten. Das hat er ernst gemeint, wa? So, das haben wir gemacht. So, Frage den Fahrer. An alle Einsatzfahrzeuge. Zurzeit verfolgen Kollegen ein flüchtendes Fahrzeug. Wir müssen dringend die Auffahrten vor ihnen blockieren, damit keine weiteren zivilen Fahrzeuge auffahren. So, erstmal diese Quick aus. So, dann befragen wir mal den Fahrer. Sternberg. Ja, ja, das ist Waffenhandel. Eindeutig Waffenhandel. Ach, guck mal, das ist ja der Fahrer, den wir eben hatten, ne? Der die Baumstämme verloren hat. Der transportiert alle Tier. Alle. Hallo, dies ist eine LKW-Kontrolle. Könnte ich bitte in Ihren Frachtraum schauen? Nur zu, ich habe nichts zu verbergen. Ein schöner Träger. Musst du denn nicht aufsteigen erstmal? Ui, das ist ja ui. Ui, okay. So, öffnen. Oh, Alter. Kannst du mal wieder aufstehen? Danke. Ein Teddy! Und Kinderhandel. Hans, was sagst du? Kann man nicht mehr bewegen. Oder sucht keine Goni. Okay, kann ich schließen? Nein! Ach komm, hör doch mal auf. Was hat er zu gemacht?
F. Das ist aber voll blöd hier so. Irgendwie gefällt mir das nicht. Kann ich jetzt untersuchen? Nee, ich kann nicht untersuchen. Auf jeden Fall hat er keine Waffen mehr, würde ich sagen, wa? Mit ihm reden kann ich nicht. Kann ich hier noch irgendwas untersuchen? Nö. Kann ich nichts untersuchen, da könnte ich ihn aufmachen. Hier sehe ich eine schöne Leitplanke, okay. Warum kann ich den denn nicht untersuchen? Vor allem, warum geht der nicht mal Stücke vom LKW weg? Oh, F. Ah! Okay, hier musste ich klicken, dass ich den Teddybär erreiche. Ist logisch. Nee, kann ich den Schuh auch noch? Ja, irgendwo. Warte, da war er irgendwo. Ja, da, Moment. Ja. Ist schwierig, den Schuh zu treffen. Na? Schuh. Was ist da hier irgendwo? Ich krieg nicht mehr. Na gut, wir sollen eben mit dem Fahrer sprechen. Dann machen wir das. Wir haben es ja geschafft. So, da bin ich wieder. Ihr Container war leer, bis auf diese beiden Sachen hier. Was hat es denn mit dem Teddy und dem Schuh auf sich? Na, verboten ist das nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Genauso wenig wie vernünftige Antworten zu geben. Naja. Ich hatte Altkleider in meinem Container und da muss das drin geblieben sein. Genau. Ah, okay. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir die beiden Objekte behalten, oder? Nee, machen Sie ruhig. Gut, dann war es das schon. Auf Dokumenten und eine weitere Fahrzeugkontrolle verzichten wir dieses Mal. Gute Weiterfahrt. Die wollen doch den Teddy nur haben für die Wache, ne? Damit sie den wieder irgendwo hinsetzen können. Ey, das war ein aufregender. Aufregende Durchsuchung. Aber der fährt wenigstens weiter und nicht wie die anderen, die sich einfach wegbeamen. So, Hans, habe ich alle Duty gemacht. Weg mal in. Sag mal, wieso hast du den alten Teddy und den Kinderschuh mitgenommen? Ich habe das Gefühl, dass da viel mehr hintersteckt, als der Fahrer uns erzählt hat. Nenn es Intuition, wenn du willst. Na, du kriegst langsam ein Gespür für sowas. Auf sein Gefühl sollte man sich stets verlassen. Ja, sollte man. Die sind doch Teddygeil, die Bullen hier. An alle Einsatzfahrzeuge. Der LKW auf der anderen Seite, oder was? Flüchtendes Fahrzeug. Wir müssen dringend die Auffahrten blockieren, damit keine weiteren zivilen Fahrzeuge auffahren. Warum muss denn das jetzt auf der anderen Seite sein? Wagen 10 hier. Sind gerade da und übernehmen einige Auffahrten. Wagen 6 hier, wir sind auch unterwegs. Übernehmen doch eh noch Fahrt, das reicht doch. Wagen 10 und Wagen 6. Koordiniert euch untereinander und gebt Gas. Die Situation ist kritisch. Verstanden. Ja, ich muss mal ehrlich sagen, das Polizeiauto fährt viel besser als der Zivilwagen. Viel, viel besser. So. Jetzt ist das Navi aus. Weil das Navi funktioniert nur auf der Autobahn. Hä? Verarsche hier oder was? Was soll denn das? Ich muss da hier aber lang zur anderen Autobahn, oder? Nee, Quatsch. Hier wollte ich hin. Komme ich wieder nie raus, oder? Doch. Ja, wichtig. Aussteigen, auf die Karte kicken. Wo sind wir denn da? Ich muss da lang. Klasse, wie machen wir das jetzt?
Was war denn gerade mit unserem Polizeiauto? Da komme ich doch nie durch, oder? Nein, da. Und der wird jetzt bestimmt gleich zur Wache zurückgeschmissen, ne? Ach, verarsche hier. Und Schnellreisen funktionieren nicht. Zentrale, bitte kommen. Wagen 2 hier. Was gibt es, Wagen 2? Der Fahrer eines verdächtigen Fahrzeugs widersetzt sich der Verkehrskontrolle. Es handelt sich um ein weißes Coupé. Das Kennzeichen haben wir euch schon übermittelt. Was mache ich jetzt? Wir haben die Verfolgung aufgenommen und sind Richtung Norden unterwegs. Verstanden, Wagen 2. Ich verständige die umliegenden Einsatzfahrzeuge. Laut Computer handelt es sich bei dem weißen Coupé um ein gestohlenes Fahrzeug. Passt auf euch auf. Verstanden, Zentrale. Geh doch mal runter von der Bremse, Mann. Wie weit ist denn die nächste Ausfahrt? Warum gehen die Schnellreisen nicht? Und dann versperren sie mir hier den Weg. Das ist doch scheiße. Dann müssten wir bis hier hinfahren. War bis zum Kreuz? Hm. Das ist super, Alter. Aber das andere fällt mir jetzt nicht ein. Zentrale, bitte kommen. Hier Wagen 2. Zentrale hier. Wir brechen die Verfolgung ab. Der Verdächtige fährt zu schnell und zu rücksichtslos. Das Risiko für uns und die anderen Verkehrsteilnehmer war zu groß. Werde ich hier überall blockiert? Verstanden, Wagen 2. Mittlerweile haben wir eine bundesweite Fahndung nach dem Fahrzeug gestartet. Kommt wieder zurück zur Wache. Ihr werdet hier noch gebraucht. Das ist doch Beschiss hier. Das ist doch Polizeimobbing, ist das doch. Dann düsen wir zur nächsten Ausfahrt. Da soll uns andere übrig bleiben, oder? Wenn wir da nicht durchkommen, wenn die uns nicht durchlassen, müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Und die Programmierer haben das ja so gut gemeint, dass man hier keine Schnellreisen nehmen kann. Das ist natürlich super. Gefällt mir. Haben sie richtig gut durchdacht. Einsatzfahrzeuge. Wir brauchen noch Freiwillige für eine groß angelegte LKW-Kontrolle. Aber ganz ehrlich, ich würde den Funk gerne mal ausmachen. Wer weiß, wie man den Funk hier ausmacht. Hier Wagen 6, wir machen das. Danke, Wagen 6. Meldet euch bei der Einsatzleitung. Weil diese Funksprüche, das ist immer das Gleiche. Immer. Ich muss ja sagen, irgendwann, wenn man das Spiel so spielt und immer das Gleiche hört, wird man depressiv. Wenn denn noch diese Kackautos hier im Weg stehen, ja, wird man noch depressiver. Ich habe jetzt irgendwie Schiss, nach den blauen Spuren zu fahren, die da mir anzeigt. Upala. So, erstmal da gegen fahren. Bitte kommen. Wagen 2 hier. Mein Frust ablassen, aber leid. Der Fahrer eines verdächtigen Fahrzeugs widersetzt sich der Verkehrskontrolle. Es handelt sich um ein weißes Coupé. Oh, jetzt das muss ich aber mal haben wir euch schon übermittelt. Alter! Wir haben die Verfolgung aufgenommen und sind Richtung Norden unterwegs. Verstanden, Wagen 2. Ich verständige die umliegenden Einsatzfahrzeuge. Laut Computer handelt es sich bei dem weißen Coupé um ein gestohlenes Fahrzeug. Ja. Passt auf euch auf. Verstanden, haben wir uns gerade schon wieder aufgehört zu verfolgen, weil der zurücksichtslos gefahren ist. Warte ich gerade eben erst wieder. Wir hatten noch eben die ganze Zeit, also am Anfang dieser Aufnahme. Zentrale, bitte weiß kommen. Nicht, ist drei oder vier 2. Folgen zurück. Zentrale hier. Wir hatten wir das Glück, dass wir keine Funksprüche großartig hatten. Aber sofern wir hier einen Auftrag haben, kommt immer der gleiche Funk. Mittlerweile haben wir eine bundesweite Fahndung nach dem Fahrzeug gestartet. War drei Funksprüche. Kommt wieder zurück zur Wache. Ihr werdet hier noch gebraucht. Haben eine bundesweite Fahndung ausgegeben, ne? Ja, also wer weiß, wie man die Funksprüche ausbekommt, bitte, bitte in die Kommentare schreiben. Gerne lösche ich es auch irgendwo in irgendeinem Ordner, ist mir egal, Hauptsache ich hab die weg.
Das wäre wunderbar. So, am besten stellt sich der LKW jetzt quer, damit wir nirgendwo mehr hin. Wagen 2, bitte kommen. Wagen 2, hier, was liegt an? Unfall bei euch in der Nähe. Ein Tanklastzug ist mit zwei LKW kollidiert. Der Tanklastzug soll auf der Seite liegen und seine flüssige Ladung verlieren. Ist bestimmt Vollmilch, ne? Das heißt wohl, dass wir uns nach dem Einsatz umziehen müssen. Ja, ja. So, ich werde mal die Folge beenden für heute. Sonst schon wieder 20 Minuten. Die Zeit macht auch hier bei dem Spiel irgendwie. Weil auch wenn ich hier mecker, das Spiel macht irgendwo. Haben wir noch Zeit, uns Kekse zu besorgen? Auch wenn es eher verbackt ist. Ja. Du gönnst uns auch nichts. Diese Funksprüche. Die nerven mich. Aber ansonsten macht es doch echt richtig Spaß. Na gut, ich hoffe, es macht euch auch Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich natürlich freuen und bis dahin, tschüss und bye bye.